Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Wir befinden uns hier im Wald und kämpfen hier gegen die Kinder des Waldes. Ich denke mal, das sind einfach nur Eingeborene, die hier überlebt haben. Das heißt, im Prinzip sind die eigentlich gut, denke ich mal, hoffe ich. Ach, hier geht's auch hoch. Und die bekämpfen wir heute. Ist das nicht cool? Wir klauen denen sogar Zeug. Richtig nice Sache. So, wie komme ich jetzt wieder runter? Ich bin doch gerade auf eine sehr seltsame Art und Weise hochgekommen. Oder war ich schon hier oben? Ich bin offensichtlich gestern in der Folge runtergegangen. Das weiß ich noch. Und ich wollte in den Keller. Ach, okay. Da ist tatsächlich noch eine Treppe. Wir gehen jetzt mal hier ein bisschen runter. Gucken, ob wir hier noch mehr Schlangen finden, die wir uns gerne töten möchten. Keine Ahnung, was wir bekommen haben, aber wir haben irgendwas bekommen. Ist wahrscheinlich irgendwie eine Verstärkung oder so, ich weiß es nicht. Kann ja nicht mehr nachgucken, weil ich keine Tasche habe. Aber im Prinzip gefällt mir das so, Sachen zusammensuchen. Das hier hätte die erste Kampagnenmission sein sollen. Wir schon längst hier sein sollen. Und dann die ganze Zeit in diesem Waldszenario, das wäre so geil gewesen. Ich meine, klar, einige würden das als eintönig empfinden. Ich würde das als geil empfinden. Diesen Weg habe ich nicht gefunden. Erst sehr, sehr spät. Oh, ich habe einen vergessen. Feierlicher Schwur. Wir sind zu alt für dieses Lager, ebenso wie wir zu alt für Kinderspiele sind. Und jetzt werden wir den Wald verlassen. Wir schwören, dass wir noch besser und stärker werden und in dieser neuen Welt überleben werden. Das sind die Kinder, die erwachsen geworden sind. Warum hören wir es nur hier? Sie sind seit ein paar Stunden außerhalb des Funkbereichs. Lasst uns Ihre Strecke nehmen. Anna, Sie haben gesagt, dass Ihre Linie für die Motordraisine kaum geeignet ist. Sie wackelt. Umgesehen könnte beeinträchtigt sein. Und die Tragbahn. Viele umgestürzte Bäume es dort gibt. Gott. Du solltest dich besser hinlegen. Alyosha, meldet euch bei uns, sobald ihr könnt. Oder wartet einfach am Damm auf uns. Artyom, hast du das gehört? Bitte, sei da. Ich flehe dich an. Ende und aus. Am Damm. Der ist ja da ganz oben. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich die Schiene da verwenden soll oder nicht. Muss ich gleich zurücklaufen, ist wahrscheinlich. Das ist halt das Verwirrende hier. Ich benutze es einfach mal und dann speichere ich da oben und zur Not lade ich. Ich denke mal, ich soll das verwenden. Das wird unschön.
Genau deswegen. Chill mal, Mama Bär. Ich fand den Fisch besser. Hilfe. Und nicht gerade weniger. Hier war die Demo übrigens zu Ende. Der Pier ist wieder komplett blind. Ich find's zwar geil, hier im Mondschein durch den Wald zu laufen, aber da der Bär ja am Start ist, finde ich das ein bisschen ungeil. Ich glaube, meine Waffe ist ein bisschen dreckig. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, diesem Bär zu begegnen. Scheiße, die Wölfe haben mich entdeckt, ne? Ich glaube, die laufen einfach nur vom Bären weg. So wie ich. Ich will nicht. Der Bär ist grässlicher als Gule. Ich weiß noch, in Metro Last Light war das, glaube ich, haben wir einen Bär bekämpft. Der war nicht ganz ohne. Der war ein bisschen assi. Ich brauche eine Stelle, wo ich meine Waffen sauber machen kann. Holy shit! Scheiße! Ah, Mann! Ich hab extra aufgepasst! Ich hab nicht so viel Heilung. Gehen wir da hoch. Da sind wir A in Sicherheit. Und B, hoffentlich ist da was. Guckt euch die Schweine an. Holt euch doch den Bär! Ich glaube, die suchen nach mir. Das hört sich nicht gut an. Scheiße, man rüttelt der am Baum? Oh Gott, ich hoffe, er rüttelt nicht am Baum. Das wollte ich machen. Und dann die Munition mitnehmen. Wenn ich den Bär mit bloßen Händen besiegen muss, ne? Ist vorbei. Ich weiß ja nicht mal, wo er ist. Aber ich befürchte, er wird uns die Folge über begleiten. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Zug nicht mitgekommen ist, damit wir... So, das so klar kommen müssen. Ein Lagerfeuer. Rein theoretisch könnte ich hier schlafen, bis es Tag ist. Dann sind die Wölfe doch nicht mehr so krass drauf, oder? Oh. Oh, wieder irgendwas verpasst. Staubiges Tagebuch. Gut, dass wir das Lager verlassen haben. Das ist ein Leben. Gestern habe ich ein Reh geschossen, während die anderen Kaninchen jagten. Und der Lehrmeister hat mich bei der abendlichen Versammlung gelobt. Morgen werden wir die Räucherkammer fertigstellen. Also müssen wir diesen Winter definitiv nicht hungern. Und nächsten Sommer werden wir nachsehen, wie es um die Stadt steht. Der Lehrmeister, das muss der Lehrer sein. Guckt euch die Schweine an. Obwohl Berli rumläuft. Weil ich gehofft, dass man hier schlafen kann. Ah. Bitte bis tags warten. Ich habe keinen Bock auf Wölfe. Wir warten einfach. Wir schlafen nicht mal.
Also wirklich viel heller ist es jetzt nicht, oder? War doch. Die Wölfe müssten jetzt Ruhe geben. Auch wenn es nachts leichter ist, gegen Menschen zu kämpfen. Die Wölfe sollte man nicht unterschätzen. Oh oh. Hört sich nach einem Bärenjungen an. Oh. Ja, du bist freundlich. Sorry. Du sah aus wie so ein Schmied. Es tut mir leid. Was kochst du denn da zusammen? Irgendwelche komischen Hummer. Naja, das Essen habe ich euch jetzt verdorben. Viel Spaß damit. Alchemistenlock. Das mit dem Wachs hat nicht geklappt. Die Mischung brennt zwar recht gut, wird in der Flasche aber fest. Nochmal von vorne. Das mit dem Wachs hat nicht geklappt. Die Mischung brennt zwar recht gut, wird in der Flasche aber fest. Ich muss die Formel noch einmal ändern. Gut, dass es noch so viele Flaschen aus der Vorkriegszeit gibt, denn sie wären unmöglich zu ersetzen. Und was den Brennstoff betrifft, nun, diese Nuss werde ich bald auch noch knacken, da bin ich sicher. Vielleicht, wenn ich etwas Kiefernharz hinzugebe. Dadurch würde die Mischung klebrig werden. Nein, Harz macht sie zu dickflüssig. Dann spritzt und brennt sie nicht gut genug. Und wenn ich sie destilliere, so wie der Lehrmeister es erklärt hat? Terpentin sollte auch als Brennstoff funktionieren. Scheiße, das tut weh. So ein Pech. Dass ich neben dem Behälter stand, als er riss. Mein ganzes Gesicht ist verbrüht. Meine Augenbrauen sind nur noch eine Erinnerung. Ich hab's. 2 Liter Destillat, das brennt erstaunlich gut. Jetzt ist es geschafft, die perfekte Formel. 2 Teile Fett, 5 Teile Terpentin und 1 Teil Wachs. Das spritzt, klebt sehr gut, brennt mit großer Hitze und man kann es nicht so leicht löschen. Wenn Roman mich jetzt nicht zum Ausbilder macht, dann weiß ich es nicht. Ach, Molotows hast du entwickelt. Kannst du knicken, mein Freund. Du machst keine Molotows mehr. Ist das ein Vogel oder ist es die Spinne, die so laut ist? Die Spinne nehme ich dir auch noch weg. Pass auf. Hier. All deine Haustier weg. So wie mein Nachtsichtgerät weg ist. Was machen die Spinnen für Geräusche? Das ist ja ekelhaft. Wie so ein Vogel. Okay. 2 Molotows. Ist jetzt nicht die Welt, aber naja. Alles weg, ey. Aber wir kriegen es ja wieder. Mehr als die Waffe habe ich nicht, ne? Nee. Okay, geräuschlos. Muss ich hier die Gasmaske anziehen? Ich weiß es nicht. Könnte man meinen, aber irgendwie nicht. Hinter mir? Solange es nicht auf dem Weg zum Bären ist, ist mir das egal. Über den Bär will ich mich nicht unbedingt anlegen. Oh, 4 Schüsse kann ich jetzt sammeln. Ah, okay, das war das Upgrade, was wir gefunden haben. Wir sind immer noch in der Nähe des Camps.
Da patrouilliert ein Wolf, den möchte ich im besten Falle umgehen. Oder erschießen, eins von beiden. Aber wenn umgehen geht, möchte ich doch umgehen. Das hört sich an immer wie ein Bärenjunges. Solange umgehen geht, tue ich das auch. Die sind echt überall. Was ist denn los mit euch? Da. Da sind die Schweine. Ganz ruhig bleiben. Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber hier oben dürfte ich in Sicherheit sein. Oder Kackbratze. Wo bist du? Zeig dich! Ich glaube, der hockt da. Ich weiß es nicht. Da ist schon der nächste Wolf. Einfach cool bleiben. Solange ich sie sehe, sind sie tot. Wenn die mich sehen, bin ich ja auch tot. So weit muss es nicht kommen. Und vor allem kann man sie hier hören, die heulen immer so fröhlich vor sich hin. Ich wette, ich muss darauf. Geht das darauf? Ich sehe hier auf jeden Fall eine Schlinge, die runterführt. Aber rauf gibt's nicht, ne? Es sei denn, man muss durch die Höhle watscheln. Das ist auch meine Vermutung, dass wir durch die Höhle watscheln müssen. Ist das seicht hier? Ich weiß es nicht. Nein! Ihr seht nicht. Dann nochmal zurück. Ja, cool. Huch, hier wollte ich ja nicht hin, aber danke. Staubiges Tagebuch. Sie verstehen es einfach nicht. Ihnen fehlt wohl der Grips dazu. Sogar Roman ist so dumm wie alle anderen. Wir leben in einem Wald, also müssen wir mit Mutter Natur eins sein. Die Wölfe sind die rechtmäßigen Besitzer dieses Waldes und wir sind hergekommen, um ihre Beute zu wildern. Natürlich verteidigen sie sich. Und welches Recht haben wir, ihnen das zu übel zu nehmen? Ich bin anders als die anderen. Und die Wölfe wissen das. Die Wölfe verstehen es. Gemeinsam werden wir beweisen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als mit der Natur zu übereinzukommen. Oh, kleiner Fetisch. Oh, ich dachte, ich kann hier basteln. Na, zumindest hast du das Metrobuch. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als hättest du überlebt. Holy shit! Wow, 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 wow. Ich hab gedacht, er wartet draußen. War doch nicht, dass er da rumhängt. WTF. Alter, Herzinfarkt. Oh. Oh. Oh, Gottes Willen. Hätte ich das gewusst. Mein Herz ist tot. Ich höre es nicht mehr schlagen. Oh, WTF. Ach, das ist nur der Darmhirplex ist das. Ich würde ihn am liebsten erschießen, dafür, dass er mich jedes Mal erschreckt. Wir sind jetzt wieder am Anfang, wo wir bei der Höhle waren, oder?
Dann gehen wir nochmal durch und diesmal den anderen Weg. Irgendwie muss man da herauskommen. Na, mir geht's irgendwie nicht hoch. Letztes Mal sind wir hier, glaube ich, hier entlang, ne? Ja. Dann sind wir da raus. Ach, hier ist nichts. Holy shit! Warum? Lass mich doch in Ruhe darum. Scheiß Schreckenmoment. Warum? Lass mich doch in Ruhe. Der züchtet die Dinger hier. Und isst die Kinder. Ich will nicht mehr in Höhlen rumlaufen. Höhlen sind böse. Das ist das, was wir heute gelernt haben, Kinder. Höhlen sind böse. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Ah. Weitere Heilung habe ich auch nicht. Geil. So muss das laufen. Jawohl. Zweimal zu Tode erschreckt. Halb tot. Und als nächstes werde ich von Wölfen gefressen. Oder vom Bär. Der Bär fehlt noch, ne? Wir hatten jetzt einen Hummer, wir hatten einen Wolf. Was auch immer der Hummer hier im Wald macht. Ach, der Mr. Darmhirplex fehlt auch noch. Der kann mich natürlich auch umhauen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ja, wie komme ich denn da hoch? Was ist eine Leiten? Gut, zwei Schreckmomente umsonst gehabt. Mein Herz wird es mir danken. Bringe ich jetzt meine Tasche zurück. Brenne, Wolf, brenne. Ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Kurz gespeichert. Kommt doch gleich irgendwie eine Schlange oder irgendwas kommt hierher geschissen und tötet mich. Irgendwas will mich gleich töten, ich seh's doch. Arschlöcher. Hey, sieh mal, noch einer. Ich hab doch gesagt, der ist nicht allein. Also gut, lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Hey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt? Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ihr seid alle Feiglinge. Er ist ein Eindringling, ein Feind. Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Oh, der Bär alles kommt. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben. Hallo. Der die anderen nicht herbringt. Nein, bitte. Zuerst kommt der Waldrat. Ich bin gut. Der Rat beschließt dann, ob wir ihn töten. Bitte verbrenne, Bär. Bitte verbrenne. Kipp einfach um. Was soll ich alle?
Habt ihr wenigstens Waffen für mich? Irgendwas? Ah! Oh, ich hab eine Schrotflinte mit einem Visier. Ist egal, ich hab eine Schrotflinte. Wie? Ich hab nur die eine Waffe. Wie? Ah, nee, der Bogen ist eine Spezialwaffe. Alles klar. Aber die nehme ich gerne. Da geht's wieder hoch. Ich glaube, ich werde mich auch gleich nach oben verdrücken. So, der Bär ist jetzt also richtig angepisst. Geil, danke Leute. Ihr macht mir auf jeden Fall schön schwer. Vor allem weiß der jetzt auch noch, wie ich rieche. Der wird mich finden. Leer. Okay, puh. Viel Munition habe ich glaube ich nicht mehr, ne? Na gut, hier habe ich quasi unendlich. Ah, geht so. Bisschen was kann ich noch erreichen. Die Blutspur. Folgen wir der Blutspur, alles klar. Die werden mich schon zu meinem Kollegen und meiner Tasche führen. Mehr will ich nicht, meine Tasche. Also bist du entkommen, du Arschloch. Man muss schon sehr geschickt sein, um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammter Rucksack. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. War wohl nicht so nett. Ich hab ihn erlöst. So, mein Nachtvisier ist trotzdem weg. Pfeile. Wurfmesser brauche ich nie. Habe ich nie gebraucht. Okay, was kann ich hier verbessern? Die Genauigkeit und die Stabilität. Hier kann ich nichts verbessern. Vierfachoptik. Nachtsicht. Ich glaube, Vierfachoptik ist besser. Mittleres Magazin. Ja, komm, wieso nicht? Halt, ich muss... Oh, schön. Schön. Ich muss noch was anderes erledigen. Und zwar die Schrotflinte. Momentan habe ich ja nicht mehr, ne? Nee. Das heißt, wir erhöhen die Stabilität. Genauigkeit ist, glaube ich, bei einer Schrotflinte nicht so wichtig. Vierfachschuss. Mein Visier werden wir für den Scheiß hier nicht brauchen. Das reicht vollkommen aus. Wenn mir irgendwas Fettes in den Weg kommt, bäm, ins Gesicht. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schmeißen wir denen sowas von die Brügge raus, alte Schwede. Wir werden in der Vergangenheit landen, im Metro Last Light. Ist der erste. Also nicht der erste Teil, sondern von der Zeitlinie her. Haut rein, euer Zero. Tschüss.